Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ausnahmsweise eine Materie, wo, glaube ich, alle einig sind und wir Freiheitliche werden hier auch zustimmen. Wir haben das auch bereits gefordert in der Vergangenheit, dass es nämlich eine Abkühlungsphase gibt, also einen Zeitraum zwischen einer politischen Tätigkeit und der Mitgliedschaft im Verfassungsgerichtshof. Das haben wir an sich auch erwartet, dass das schon im Zusammenhang mit dem Informationsfreiheitsgesetz kommt. Wurde aus irgendeinem Grund da noch nicht mit verhandelt oder noch nicht mitbeschlossen. Daher sind wir dafür, dass das passiert. Und werden heute auch zustimmen. Auch die anderen Punkte, die schon genannt wurden, sind sinnvolle Änderungen. Man könnte hier natürlich auch weiterdenken und überhaupt einen Riegel vorschieben, dass so am Ende von Legislaturperioden dann die Versorgung mit Ämtern im öffentlichen Bereich durchgeführt werden. Ich denke da zum Beispiel an die Nationalbank, wo man auch die Fristen dann so ein bisschen hinbiegt, damit man noch ausscheidende Minister vielleicht versorgen kann und Ähnliches. Also man sollte hier weiterdenken, auch die Staatssekretäre mit einbeziehen, wie auch die NEOS schon richtigerweise angeregt haben. Also das ist richtig. Wie gesagt, weiterdenken könnte man noch, weil es ist einfach sinnvoll und für die Optik besser, wenn nicht direkt aus der Politik heraus in eine derartige Funktion eingetreten wird, weil man ja dann über Dinge üblicherweise beschließt oder diskutiert, die man gerade noch selbst vielleicht beschlossen, verhandelt hat oder wie auch immer. Also eine sinnvolle Regelung. Wir sind dafür. Nächster Rednerin, Frau Abgeordnete Agnes Sirka-Prammer.